NVIDIAs KI-Grafikkarten boomen wie nie und Gaming-Grafikkarten werden für NVIDIA immer unrelevanter. Macht es NVIDIA wirklich und stellt die Produktion von Gaming-Grafikkarten komplett ein? Hallo Freunde der Gaming-Grafikkarten und willkommen zu einem weiteren News-Video aus dem Winter. Ja, es ist passiert, der Winter hat zugeschlagen. Selbst bei uns im ostwestfälischen Flachland ist alles weiß. Aber seien wir ehrlich, das gucken wir uns doch alle lieber von drinnen an und zocken währenddessen ja vielleicht maximal irgendwie ein Wintersportspiel. Ich denke, das ist genug Winter für die meisten Gamer. Ja, und womit zockt der Gamer? In sehr vielen Fällen natürlich mit einer NVIDIA-Grafikkarte. Aber das Ganze könnte bald nämlich schon vorbei sein. Wieso, warum und weshalb, das erfahrt ihr natürlich in einer der nächsten News. Anfangen wollen wir aber mit weiteren AMD-CPUs. AMDs AM4-Plattform gehört wohl zu den erfolgreichsten Mainstream-PC-Plattformen überhaupt. Ach komm, seien wir ehrlich, es ist die erfolgreichste Plattform. AMD hätte es sich 2017 wohl nämlich nicht träumen lassen, dass diese selbst 2023 noch ziemlich aktuell ist und mit neuen CPUs beglückt wird. DDR5 RAM hin, PCIe Express 5.0 her, so unbedingt nötig ist beides zum Zocken halt nicht. Daher ist der AMD Ryzen 5800X3D weiter noch einer der beliebtesten Gaming-CPUs überhaupt. Aber es soll sogar noch einige Geschwister bekommen. Denn wer dachte, dass es mit AM4 nun komplett vorbei sei, der irrt gewaltig. Und ja, es gab vor einiger Zeit schon das ein oder das andere Gerücht zu weiteren Ryzen 5000X3D-CPUs. Diese werden nun nochmals bestätigt und zwar wieder durch Sakafarzamak und ja, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Hier wird nämlich über ganze 4 weitere Ryzen 5000 CPUs berichtet, die allesamt ab dem 31. Januar 2024 verfügbar sein sollen. Zum einen gibt es Nachfolger der 5600G-APUs in Form des 5600GT und 5500GT. Ja, und mehr ist dazu leider gar nicht bekannt. Fähige Gamer zählen diese APUs aber sowieso nicht. Dann gibt es noch den Ryzen 7 5700NPU. Und was so ein bisschen klingt wie das Ergebnis des berühmten Idiotentests, soll angeblich eine 5700-CPU mit einem KI-Zusatzchip, also Neural Processing Unit, kurz NPU sein. Was etwas komisch ist, da sowas bei Ryzen 7000 sicherlich deutlich besser aufgehoben wäre. Am interessantesten für Gamer ist ja aber ganz klar der Ryzen 7 5700X3D. Das wäre dann eine etwas langsamere, aber natürlich auch günstigere Variante des 5800X3D. Man spricht hier von nur 4,1 statt 4,5 GHz im Boost am Takt. Ansonsten bleiben die technischen Daten samt der TDP aber wohl identisch. Leider fehlt im Bericht aber jegliche Spur vom auch in der Gerüchteküche aufgetauchten Ryzen 5600X3D, der ein echter Renner werden könnte. Je nach Preis natürlich. Klar, noch nichts ist davon sicher, aber besonders bei den neuen X3D-CPUs denke ich schon, dass diese durchaus kommen könnten. Ob das jetzt aber wirklich sein muss, das ist natürlich eine komplett andere Sache. Ich fände ja einen Ryzen 7600X3D deutlich interessanter. Der 24.12. naht, Weihnachtsgeschenkekauf steht also, glaube ich, so langsam an. Und da haben wir sogar eine Win-Win-Situation. Ihr könnt euch ein günstiges Windows oder Office ergattern und ich halte Geld für Werbung und kaufe davon Geschenke. Es soll Zuschauer geben, die meinen Dauersponsor und Lieblings-Keystore VIP-SCD-Key noch nicht kennen. Das wollen wir aber schnellstmöglich ändern. Denn bei VIP-SCD-Key bekommst du neben Keys für PC-Games auch massenweise an Software. So natürlich auch die beliebten Bestseller. Der eine ist natürlich Microsofts Windows 10 Pro, das ihr übrigens weiterhin kostenlos auf Windows 11 upgraden könnt oder ihr nutzt einfach direkt den Key zur Windows 11 Installation. Schlanke 19,48 Euro werden fällig, aber mit dem Rabattcode SKMonty 10% gibt es nicht 10, sondern unglaubliche 25% Rabatt und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,61 Euro. Das gleiche machen wir mit Office 2019 Professional Plus. Aus 58,59 Euro werden so kurzerhand sparsame 43,94 Euro. Günstiger geht das fast nirgends. Ja, und dann klickt ihr auf Bestellung absenden, wählt möglichst PayPal als Zahlung aus und in wenigen Minuten habt ihr euren Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher geht's nicht. Die Links findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Nun viel Spaß mit VIP-STD-Key. Kennt ihr eigentlich die Bezeichnung KI für künstliche Intelligenz? Naja, wie soll man das jetzt auch nicht kennen? Man wird ja aktuell quasi damit überflutet, ob TV, ob Zeitung, Internet.
Ja, selbst bei mir kommt ihr nicht drum herum. Und ihr kennt natürlich meine Meinung dazu, denn von künstlicher Intelligenz sind wir meiner Meinung nach noch Jahrzehnte entfernt. Und was es aktuell geht, sind nämlich nichts weiter als hochkomplexe Algorithmen. Und gefühlt wird mittlerweile ja sogar jede Buchhaltungssoftware als KI bezeichnet. Ja, schlicht, weil, glaubt niemand wirklich definieren kann, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Fakt ist, Nvidia macht seit dem Chatbot ChatGPT unfassbar viel Geld damit. Fakt ist aber auch, ChatGPT hat meiner Meinung nach wenig mit echter Intelligenz zu tun. Es ist nichts weiter als ein Tool, das ziemlich gut Texte formulieren kann, seine meisten Daten aber schlicht aus dem Internet holt. Ja, so wie ich, und ich bin bekanntlich ja auch nicht intelligent. Nein, Spaß mal beiseite. Nvidia erlebt seitdem einen echten Boom und die entsprechenden KI-Beschleuniger verkaufen sich in Sachen Umsatz deutlich besser als jegliche Gaming-Grafikkarten von Nvidia. Daher haben viele Gamer berechtigterweise natürlich Angst, dass Nvidia das Thema Gaming bald eventuell sogar komplett einstellen könnte. Und laut einem Bericht von The New Yorker, der aktuell die Runde macht, könnte das durchaus auch bald passieren. Denn laut diesem Bericht gibt es einen Absatz, in dem Jensen Huang laut dem aktuellen Vize Greg S. in einer E-Mail geschrieben haben soll, dass Nvidia nun kein Grafikunternehmen mehr ist, sondern ein KI-Unternehmen. Daraus wird jetzt geschlossen, dass Nvidia sich vom Grafikkartenmarkt wohl entfernen würde. Und ja, das wurde genauso sicherlich auch so gesagt oder geschrieben, und man darf weiterhin auch berechtigte Sorge haben, dass Nvidia das auch genauso machen wird. Ja, nur ist das Ganze da mal wieder so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen worden und halt nur ein kleiner Absatz in einem relativ großen Bericht. Denn nun wurde auch herausgefunden, dass eben diese Aussage schon von 2018 stammen muss, da Nvidia zum Zeitpunkt der E-Mail ca. 8000 Angestellte hatte. Ja, und da liegt Nvidia schon seit Jahren weit, weit darüber. Es war am Ende dann nämlich wohl nichts weiter als reine Glaskugelleserei vom Chef Jensen Huang. Aber man muss ihm natürlich recht geben, das Ganze ist ja auch so eingetreten. Aber ob Nvidia das Grafikkartengeschäft wirklich aufgeben wird, ja, das ist natürlich definitiv möglich, meiner Meinung nach aber nicht zu erwarten. Denn da hängen weiterhin viele Milliarden US-Dollar an Umsatz und natürlich auch Gewinn dran. Warum sollte sich Nvidia das entgehen lassen? Und der KI-Boom sorgt aktuell für ein echtes Déjà-vu in Sachen Mining-Krise. Denn aktuell lechzen viele ja geradezu nach entsprechenden Grafikkarten. Und da werden, wie in der Mining-Krise, auch mal gerne Grafikkarten für solche Aufgaben genutzt, die dafür eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht waren. Nämlich Gaming-Grafikkarten natürlich. Aktuell hat China ja ein Riesenproblem, weil sehr viele leistungsstarke KI-Beschleuniger gar nicht mehr dorthin importiert werden dürfen. Also wurden große Mengen an RTX 4090 Karten gekauft und entsprechend umgebaut. Aber das ist noch gar nicht alles. Denn selbst alte Mining-Bestände werden nun nach und nach in KI-Grafikkarten umgebaut. Und so kommen dann ganz seltsame Dinge zutage, wie zum Beispiel die Nvidia RTX 3080 mit 20 GB. Die hatte man sich damals ziemlich gewünscht und ja, sie gab es auch in der Gerüchteküche, erschienen ist sie aber nie. Trotzdem gibt es sie aktuell, allerdings nicht von Nvidia selbst, sondern umgebaut, denn im Mining zählt Videospeicher tatsächlich mehr als GPU-Power. Nur, was machen wir jetzt mit den ganzen alten Mining-Grafikkarten? Na, ganz einfach, die bauen wir zu KI-Beschleunigern um. Und diese RTX 3080 Karten mit 20 GB werden nun als RTX 3080 AI Blauer aktuell für um die 600 US-Dollar zum Kauf angeboten. Und das Ganze sogar in ziemlich großen Mengen. Und ich denke, dass sowas sicherlich auch außerhalb Chinas passieren könnte, denn Fakt ist, an Nvidia KI Grafikkarten zu kommen, ist unfassbar teuer und auch extrem schwer, denn Nvidia kann nicht mal ansatzweise so viele liefern, wie aktuell benötigt werden. Und so ist es durchaus möglich, dass auch immer mehr Gaming-Grafikkarten von Nvidia mit sehr viel Videospeicher zweckentfremdet werden. Und ja, sollte das Ganze nicht nur die RTX 4090 ereilen, dann werden auch andere Grafikkarten natürlich deutlich teurer werden. Ja, ich würde mal sagen, ganz gut, dass es AMD noch gibt. Und natürlich müssen wir in diesem Zusammenhang auch wieder über die RTX 4090 sprechen. Die aktuell schnellste und vor allem teuerste Gaming-Grafikkarte der ganzen weiten Welt. Warum spreche ich heute jetzt schon wieder darüber? Na, weil diese schon wieder in neue Preisregionen vorgestoßen ist, ja, und halt noch seltener geworden ist. Auch hier ist natürlich der Grund China. Denn die 4090 kann aktuell extrem gut als KI-Karte halt eingesetzt werden und ist im Vergleich mit den Profilösungen ein echter Schnapper. Aber ich denke, dass nicht nur China allein daran schuld ist. Denn von nun an ist es mit Preisen von um die 2000 Euro jedenfalls komplett vorbei.
Hierzulande, also in Deutschland, sind diese bei den klassischen Händlern wie Mindfactory, Notebooks, Billiger und Alternate kaum noch zu bekommen. Und wenn ja, dann geht es nochmal um einige hundert Euro rauf auf aktuell mindestens 2200 Euro. Ja, man findet vereinzelt noch günstigere Angebote, aber hier halt hauptsächlich aus dubiosen eBay-Quellen. Ganz gutes Beispiel ist hier die KFA2-Variante, die sonst zu den günstigsten gehörte. Aktuell sind eBay jetzt mal außen vor, mindestens 2400 Euro dafür fällig. Das ist Wahnsinn. Man findet teilweise durchaus noch günstigere Karten bei alsa.de. Ich persönlich kenne den Shop jetzt nicht und es ist immer sehr fragwürdig, wenn ein einziger Shop so deutlich unter allen anderen liegt. Daher passt dir bitte unbedingt auf. Fakt ist, eine RTX 4090 ist noch mehr Luxusgut als sonst schon. Daher würde ich ja aktuell allgemein eigentlich davon abraten. Die RTX 4080 macht im Verhältnis eigentlich mittlerweile eine richtig gute Figur. Klar, sie ist natürlich einen Tacken langsamer, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist massiv besser. Und auch wenn der folgende Beitrag so ein bisschen wie Werbung wirkt, die Nvidia bezahlt haben könnte, sie ist es definitiv nicht. Aber auf solche Aktionen weise ich trotzdem immer ziemlich gerne hin. Noch dazu zeigen diese ganz gut, dass Nvidia weiterhin sehr bestrebt ist, auch sehr viele Grafikkarten zu verkaufen. Denn nun gibt es beim Kauf einer RTX 4000 Grafikkarte durchaus schicke Boni noch obendrauf. Zum einen gibt es nämlich ganze 3 Monate den PC Game Pass und so kann man seiner Grafikkarte mit einer ganzen Menge an Spielen ja schon mal zeigen, wo der Kühler die Lüfter hat. Hier kann man dann direkt mit Spielen wie Lies of P oder Starfield loslegen, ohne auch nur 1 Cent extra zu bezahlen. Ja, und obendrauf gibt es dann sogar noch GeForce Now für auch 3 Monate. Also der Streaming-Dienst von Nvidia und ja, ganz ehrlich, das beißt sich so ein bisschen mit dem Kauf einer neuen Grafikkarte, da dieser halt eigentlich für alle da ist, die halt keine leistungsstarke Grafikkarte ihr eigen nennen. Trotzdem ist es natürlich sicherlich mal cool, sein Lieblingsspiel auf dem Tablet oder zum Beispiel dem Fernseher zu zocken. Eine ziemlich coole Aktion von Nvidia, von wegen aus dem Grafikkartengeschäft zurückziehen. Das Ganze wird genauso weiterlaufen, macht euch da mal keine Sorgen. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und im letzten Video berichtete ich ja über neue Ryzen 8000G APUs. Und die könnten echt verdammt gut werden mit ziemlich starker GPU, aber mich nervt ja die Bezeichnung Ryzen 8000, obwohl sie technisch zu Ryzen 7000 gehören. Ich finde es nicht schlecht, dass die APUs Ryzen 8000 Namen bekommen, so kommt es wenigstens zu keinem CPU-APU-Wirrwarr aufgrund auch sehr ähnlichen CPU-APU-Bezeichnungen, die sich oft nur durch das G oder GE am Ende unterscheiden, ist übrigens nicht das erste Mal. Ryzen 4000 waren auch nur APUs, Ryzen 9000 dann wohl wieder sind 5 CPUs. Tja, so unterschiedlich sind halt die Meinungen. Aber ja, AMD benennt seine CPUs und APUs ja bekanntlich nicht nach der Architektur, sondern nach dem Release-Jahr. Und 2024 steht dann für die 8000. Daher könnte das mit Ryzen 9000 für Zen 5 übrigens noch verdammt eng werden. Wenn die neuen CPUs dann aber Ryzen 9000 heißen, ja dann komme ich mit Ryzen 8000 als Bezeichnung zumindest klar, weil dann die Unterschiede halt auch ziemlich deutlich sind. Halt genauso wie bei Ryzen 4000 halt. Wenn aber beides als Ryzen 8000 auf den Markt kommt, ist das für Laien absolut ärgerlich, ja und schon fast eine richtige Täuschung. Ich bleibe dabei, die Architektur hat die Bezeichnung zu bestimmen, aber ob AMD wohl auf den kleinen Monty hören wird, hey Tante Sue, ruf mich einfach mal an. Die Xbox verkauft sich schlecht wie nie und die PlayStation 5 ist fast überall die Nummer 1. Darüber sprachen wir im letzten News-Video und eine passende Umfrage darf da natürlich nicht fehlen. Dein Konsolenfavorit? Auch bei dieser Umfrage habe ich mit leicht anderen Ergebnissen gerechnet. Bei der Switch habe ich schon ja durchaus mit einem ganzen Drittel gerechnet. Ja, hier habe ich aber wohl vergessen, dass meine Zuschauer eher nicht zur Switch-Klientel gehören. Passt also das Ergebnis. Und bei der Xbox habe ich wiederum mit eher weniger gerechnet. Die 15% sind da glaube ich noch eher als positiv einzuordnen. Klar, die Sieger ist die PlayStation 5 mit 37%, aber auch das spiegelt nicht den gesamten Markt wider. Ja, in der Regel sind es sicherlich ein paar mehr. Und ich selbst, ich gehöre da eher zu den 6%, denn ich mag sie alle drei, denn jede einzelne hat natürlich ihren eigenen Charme. Und die 26%, die Konsolen hassen, ja, die haben jetzt leider so einige Sympathiepunkte bei mir verloren. Wie kann man Konsolen denn nur hassen? Naja, es kann halt nicht jeder so konsolenverrückt sein wie ich, wie man hier ganz gut sieht. Ich sammle diese nämlich und habe diese ebenso gerne wie einen richtigen Gaming-PC. Okay, die 26% habe ich natürlich trotzdem gern, aber ein bisschen weniger als den Rest der Konsolen mag. Am liebsten habe ich aber sowieso alle, die meinen Kanal abonnieren und natürlich meine Videos liken.
das ist jetzt natürlich überhaupt kein Muss, hilft meinem Kanal aber ordentlich weiter und macht noch dazu wunderschön. Und die nächsten News gibt es dann wie bekannt am Freitag um 17 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.